Guten Morgen, schön, dass du da bist. Du wolltest meine Gesichtspflegeroutine sehen und schon ist sie da. Gleich nach dem Aufstehen reinige ich meine Zähne und danach mein Gesicht. Hierzu verwende ich eine gewöhnliche milde Seife, die ich hier zum Beispiel von CD und kostet 65 Cent. Ich reibe das Seifenstück zwischen beiden Handflächen, bis ein schöner Schaum entsteht und diesen verteile ich dann in kreisenden Bewegungen über mein gesamtes Gesicht. Manchmal verwende ich morgens aber nur Wasser, um mein Gesicht zu reinigen. Ich habe nämlich etwas Wichtiges gelernt. Ich höre auf meine Hautbedürfnisse und auf meinen Körper, auf mein Bauchgefühl. Viel mehr als auf das, was die Leute sagen, dass man unbedingt tun müsste und was für einen gut wäre. Und das hat mir wirklich gut getan und meine Haut, die sieht nämlich viel besser aus. Aber es ist nicht einfach, das zu akzeptieren. Dann nehme ich ein Handtuch und tupfe es wirklich gegen meine Haut. Also ich reibe nicht, ich tupfe es aus und das macht irgendwie Spaß. Das ist so entspannend und man spürt diese Feuchtigkeit. Das ist richtig schön. Dann nehme ich meine Wattepads, die bewahre ich immer geschlossen auf, damit da nicht so viel Staub kommt und damit es hübsch ist in seinem Kristallgefäß. Das Schöne ist, ich musste sie nicht extra kaufen. Ich habe sie quasi von meiner Oma geerbt und dadurch habe ich eine sehr schöne Erinnerung an sie. Aus dem Umweltaspekt teile ich immer ein Wattepad in zwei Teile. Das lässt sich leicht machen. Ich habe auch versucht, diese Stoffpads zu benutzen, aber das war nichts. Die sind nicht zu reinigen. Da bleibt immer auch nach dem Waschgang so viel Dreck und Verfärbung übrig. Die konnte ich nicht verwenden. Ich fand es total unhygienisch. Die Wattepads hingegen, durch das Aufteilen, habe ich auch das Gefühl, ich tue was Gutes für die Umwelt und spare. Und ich benutze ein Gesichtswasser. Das wollte ich eigentlich auch lassen. Als Minimalistin wollte ich die Gesichtspflegeroutine so weit wie möglich reduzieren, aber ich habe festgestellt, das fehlt mir so sehr. Ich benutze momentan das von Pixi mit Retinol und liebe es total. Es reinigt die Haut zusätzlich, bereitet sie auf die nächsten Pflegeschritte vor, gibt ihr Feuchtigkeit und pflegt sie auch schon ein bisschen. Das Gesichtswasser von Pixi kostet 23,95 Euro. Ich mag das aber auch von La Mer sehr gerne und von Chanel. Im nächsten Schritt pflege ich meine Lippen am liebsten mit dem Produkt von Sisley. Er kostet 9 Gramm 61 Euro. Man kann es immer noch mit Gutschein kurz ein bisschen günstiger machen und darauf achten, welche Webseite oder welcher Anbieter das gerade ein bisschen günstiger verkauft, weil es ist wirklich ein sehr stolzer Preis. Allerdings lohnt es sich total. Meine Lippen waren noch nie so gepflegt. Es reicht ganz wenig aus. Ich kaufe das zweimal im Jahr und das reicht vollständig aus für morgens und abends und zwischendurch brauche ich gar nichts und die Haut fühlt sich gepflegt, durchfeuchtet, beruhigt, regeneriert, weich und geschmeidig an. Es beschützt. Ich habe kaum Fältchen. Meine Lippenstifte tragen sich besser auf. Also ich kann nicht genug gute Sachen über dieses Produkt erzählen. Genauso wie über das nächste. Dieses benutze ich on und off seit über 20 Jahren, weil ich finde, es ist für meine Haut die beste Creme, die Creme de la Mer. Sie hat eine sehr feste Konsistenz und ich versuche mir anzugewöhnen, dass ich die Creme immer mit dem Spatel nehme. Ganz wenig reicht für sehr viel aus. Ich kaufe sie mir einmal im Jahr und dann noch ein anderes Pöttchen, was ich dann teste, ob ich irgendein Produkt finde, das quasi besser oder gleich gut ist. Bis jetzt habe ich nichts gefunden. Das verreibe ich dann zwischen den Händen. Durch die Reibung und die Wärme wird diese feste Creme ein bisschen besser zu verteilen später im Gesicht sein. Sie ist dann auch nicht mehr so weiß, sondern ein bisschen transparenter. Und erst wenn das erfolgt ist, tupfe ich sie dann überall im Gesicht auf. Dadurch habe ich diese Massagewirkung. Und die Durchblutung ist besser, es tut meiner Haut gut und ich kriege die Creme überall rein. Also nicht nur im Gesicht, ich verteile sie auch im Halsbereich und im Dekolletébereich und das ist sehr, sehr angenehm. Und meine Haut ist so gut mit Feuchtigkeit versorgt und so gut gepflegt, dass ich manchmal die Creme nicht nonstop morgens und abends verwenden muss und sie aussetzen kann. Seit über 145 Jahren gibt es in München die Holzleute, die stellen diese wunderschöne Gesichtskupferbürste, Klosterbürste her und sowas unterstütze ich total gerne. Die zeige ich dir später noch ein bisschen genauer. Denn zuerst möchte ich dir meine Abendsroutine zeigen, die sich ein bisschen von der Morgensroutine unterscheidet. Denn da benutze ich die Seife immer. Ich möchte mein Gesicht sehr sauber haben, wenn ich schlafen gehe. All Make-up-Reste entfernen. Ich schminke mich nicht täglich. Einmal in der Woche lasse ich mir einen Tag ohne Make-up. Auch hier sorge ich dafür, dass ich einen schönen Schaum habe von dem Seifenstück und verteile das in kreisenden Bewegungen überall hin. Diesen Schritt wiederhole ich 2 bis 3 Mal, damit wirklich alles sauber ist und spüle die Seife richtig schön mit Wasser aus. Spare aber das Wasser immer noch, weil ich versuche, die Umwelt zu schonen. Und dann nehme ich ein Handtuch und tupfe es richtig gut ab. Ich benutze die Seifenstücke sehr gerne, weil sie quasi weniger Verpackungsmaterial für die Umwelt haben. Ich erzeuge also weniger Müll und habe auch mehr Spaß, weil ich nicht so lange im Bad stehe. Seitdem ich nicht mehr so viele Reinigungsprodukte verwende, ist meine Haut 1000-mal besser geworden. Das bekommt ihr also auch gut. Und damit das Augen-Make-up richtig gut weggeht, benutze ich am liebsten von Art Deco den 2-Phasen Augen-Make-up-Entferner für 13,95 Euro. Den tupfe ich wenige Tropfen auf die Hälfte von einem Augenpad und lasse es ein bisschen einwirken, drücke es ganz, ganz sanft gegen
Übrigen das Augenlid und ziehe es dann einfach zur Seite ab und dann ist wirklich alles weg. Ich verwende jedes Produkt, das ich habe, egal ob es sehr teuer oder günstig ist, quasi in minimaler Dosierung so wenig wie nötig. Und auch deswegen teile ich die Augenpads auf. Das mag sich vielleicht komisch anhören, aber ich bin ein wirklich sparsamer Mensch, der sich auf kleinen Schritten dem Minimalismus zubewegt, die Umwelt schonen möchte, nicht so viel Müll verursachen möchte. Und ich möchte, dass mein Leben ein bisschen freier und unkomplizierter wird. Dritten Schritt der Abendroutine verwende ich dann noch ein paar Tropfen von dem tollen Gesichtswasser von Pixi mit Retinol. Den tupfe ich auf die Hälfte des Augenpads auf und verteile das in so tupfenden, kreisenden Bewegungen in meinem Gesicht. Nicht in den Augenbereich natürlich, damit das Gesicht schön sauber wird. Das ist ein zusätzlicher Reinigungsschritt, damit es mit Feuchtigkeit versorgt wird und so ein bisschen gepflegt wird. Ich mag dieses Gesichtswasser, glaube ich, am liebsten von allen, die ich hatte. Dann würde ich sagen, das von La Mer und dann in dritter Position das von Chanel. Das riecht so schön. Aber das Beste ist, es bereitet die Haut darauf vor, die Pflegestoffe, die aus der Creme zugeführt werden, besser aufzunehmen. Und das steigert noch die Klosterbürste, diese Kupferbürste von den Holzleuten, die ich in München gefunden habe, extrem. Was macht sie genau? Sie verwöhnt den Körper und Geist gleichermaßen. Sie pflegt und straft die Haut, peelt sie auch, regeneriert sie, regt die Durchblutung an, entfaltet eine vitalisierende Wirkung aufgrund von den Kupferdrähten ausgehenden Elektroströme. Immunkreislauf und Nervensystem werden gefördert, der Lymphabfluss ebenso und die Pflegeprodukte werden viel besser aufgenommen. In sanften, geraden Bewegungen, denn diese Bürste ist wirklich schroff. Ich fange immer am Nasenrücken an und gehe dann zu den Lymphknoten hin, also quasi zum Ohr. Also immer von der Mitte nach außen, am Hals, vom Kinn bis zur Klavikula. Reinigung der Bürste, sie darf niemals nass werden. Man kann sie einfach abstreifen mit zum Beispiel einem Stift oder einem Stab und dann schön abklopfen. Einige behaupten auch, wegen der Kupferenergie sollte man sie in der Sonne dann aufladen, dann eine Stunde noch im Sonnenlicht liegen lassen, damit diese Ionenströme besser werden. Ich glaube da nicht so ganz dran, mach's aber trotzdem. Und dann horche ich in mich hinein und frage mich, braucht meine Haut noch Feuchtigkeit oder nicht? Falls sie es braucht, nehme ich dann wieder ein bisschen auf meinen Spatel von der Creme de la Mer drauf. Wirklich eine kleine Menge, bitte nicht zu viel nehmen, das wäre eine Verschwendung und die Haut braucht das nicht. Zu viel ist auch niemals gut. Weniger ist mehr, das stimmt bei Creme tatsächlich. Vom Spatel nehme ich das auf Finger. Der Spatel wird natürlich dann immer jedes Mal gereinigt, einfach abgewischt, in Papier oder gewaschen, je nachdem, was notwendig ist. Und dann diese Creme ist halt wirklich sehr fest von der Konsistenz, also wie quasi immer schön reiben und tupfen im Gesicht, damit das überall hinkommt, wo es hingehört. Auch im Halsbereich und Dekolletébereich, den sollte man niemals aussparen. Und auch hinten, nicht nur vorne, denn man sieht alles und man möchte doch sich so gut wie möglich pflegen und vorbereiten auf das Alter und den Winter. Seitdem ich diese Produkte in dieser Reihenfolge verwende und meine Gesichtspflegeroutine soweit reduziert habe, habe ich sehr viele positive Nebeneffekte gemerkt. Meine Haut ist insgesamt gepflegt und die feinen Linien verschwinden. Sie ist irgendwie feuchtig, versorgter, elastischer und hat mehr Spannkraft. Und das, obwohl ich eine über 46 Jahre reife Haut habe, die sehr sensibel und sehr, sehr, sehr trocken ist und wirklich viel mit mir im Alltag durchmachen muss. Zum Schluss gönne ich mir den Lippenbalsam von Sisley. Wirklich die kleinste Menge. Und dieser Fettfilm, der jetzt auf den Lippen sichtbar ist, verschwindet nach 5 Minuten. Dann bleibt die beste Lang- und Kurzzeitpflegewirkung an den Lippen, die ich jemals hatte. Zur Entspannung verwende ich dann abends immer den Jade-Roller. Ich lege ihn nicht in den Kühlschrank, damit er kalt wird. Mir reicht das so, wie er ist. Ich beginne immer in der Mitte und gehe den Lymphbahnen hinterher, quasi zur Außenkante, streiche immer dreimal drüber. Von der Kinnaußenkante bis zur Klavikula streiche ich dann nach unten auch jeweils dreimal jeden Abschnitt durch, bis alles fertig ist. Es fühlt sich so toll an, aber hat noch zusätzlich andere Wirkungen. Es entspannt nicht nur, es macht die Haut schöner, weil die Durchblutung gesteigert wird und der Lymphabfluss, das heißt die Schadstoffe, verschwinden schneller. Außerdem wird die Kollagensynthese angeregt. Als Heilstein soll Jade Entzündungen hemmen, den Säure-Base-Haushalt ausbalancieren, ist von Natur aus kühlend und fördert die Durchblutung. Und das war's, meine Gesichtspflegeroutine morgens und abends. Und das sind alle Pflegeprodukte, die ich aktuell benutze. Und damit sage ich gute Nacht, schlaf gut und träum was Schönes. Danke fürs Zugucken und bis bald.